Mein Name ist Johannes Pfaller. Ich bin Milchbauer. Ich bin Mittelständler. Ich bin einer von euch. Und wir alle sind heute hier, weil wir die Schnauze voll haben, so wie es momentan läuft. So kann es nicht weitergehen. Eigentlich, heute ist ein wunderschöner Tag, Sonntag. Eigentlich Tag, Feiertag, Ruhetag, ein Tag für die Familie. Warum sind wir hier? Weil wir uns Sorgen machen um die Zukunft unserer Kinder, unserer Familien. Weil wir uns Sorgen machen um dieses Land. Weil wir uns Sorgen machen um unsere Unternehmen und das, was wir aufgebaut haben. Was unsere Väter und Großväter nach dem Zweiten Weltkrieg geleistet haben, ein Land wieder aufzubauen, eine Wirtschaft zu wachsen, Unternehmen zu schaffen, eines der Besten der Welt zu sein. Das alles macht diese Regierung momentan kaputt. Das kann nicht wahr sein. Jetzt ist Schluss. Man spricht immer Deutschland Fachkräftemangel. Heute sind die Fachkräfte hier. Wir sind die Fachkräfte. Ihr sollt bei uns unterstützen. Heute und hier stehen wahre Fachkräfte. Unterstützt uns endlich mal. Unterstützt den Mittelstand. Aber ich sage auch eines. Wir haben tatsächlich Fachkräftemangel. Und zwar in Berlin, in der Regierung. Da bräuchten auch mal Fachkräfte. Und wenn ich schon von Mangel spreche, ich komme zur Bundesregierung. Christian Lindner hat sich jetzt endgültig dafür entschieden, lieber falsch zu regieren, als gar nicht mehr zu regieren. Habeck war einmal Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Wir kennen ihn recht gut. Er war damals nicht einmal schlecht. Aber jetzt ist er Wirtschaftsminister. Ich weiß nicht, was passiert ist. Komplett überfordert, weiß nicht, wo oben oder unten ist, weiß nicht mehr, wo links oder rechts ist. Der Frau Baerbock ist es egal, die kennt es nur so. Aber auch sie versucht sich zu drehen um 360 Grad. Dann unser Bundeskanzler, wie heißt er nochmal? Olaf Scholz. Ich hab nochmal nachgegoogelt. Tatsächlich amtlich, unser Kanzler heißt Olaf Scholz. Ich weiß, man sieht und kennt ihn fast nicht. Er versteckt sich ja nur. Und das Einzige, die größte Stärke, die dieser Mann hat, ist, dass er alles vergisst und hätte schon längst zurücktreten müssen. Es ist doch traurig, dass bei einem EM-Handballspiel der Kanzler ausgepfiffen wird. Es ist doch traurig, dass bei der Verabschiedung in der Allianzrede von Franz Beckenbauer der Kanzler nicht reden darf, weil man Angst hat vor einem Pfeifkonzert. Das ist doch traurig. Was ist eigentlich los in unserem Land? So kannst du nicht weitergehen. Die sollen sich mal schämen. Wann wacht diese Regierung mal auf? Wir haben es sogar geschafft. Wir haben momentan doppelt so viel Steuereinnahmen wie noch vor 10 Jahren. Und trotzdem hat diese Regierung einen rechtswidrigen Haushalt vorgelegt. Wenn wir das machen würden, uns würde man einsperren. Ja, Leute, könnt ihr eigentlich irgendwas? Wir sind in einer Rezession gelandet. Das einzige Land in Europa, Deutschland, das Wirtschaftsland schlechthin. Rezession, Eigenverantwortung, eigenverschuldet. Inkompetenz hoch 3. Und wir alle, wo hier sind, müssen dafür ausbaden. So kann es nicht weitergehen. Und warum? Weil dem Politiker eines fehlt. Und das ist das, was wir haben. Mut. Mut, Entscheidungen zu treffen und auch um einen Arsch in der Hose zu haben und was zu bewegen. Das können die nicht mehr. Das haben die für uns gekonnt. Aber diese Zeit vorbei. Wir können es. Diese Politiker können von uns was lernen, wie man etwas führt, wie man Entscheidungen trifft. Ich bin Milchbauer. Vor 10 Jahren hatten wir 100.000 Milchbauern in Deutschland. Jetzt haben wir noch 50.000, halb so viel. Übrigens, ganz nebenbei, wir haben doppelt so viel Angestellte bei den Ämtern wie vorher im landwirtschaftlichen Bereich. Das muss man auch mal sagen.
Ich war in vielen Ländern unterwegs. Ich war in der Entwicklungshilfe tätig. Indien, Afrika, überall. Und alle haben sich gesagt, Mensch, du kommst aus Deutschland. Was für ein super Beispiel. Deutschland, effizient, Wirtschaftswachstum, Effizienz. Genau das geht momentan vor die Hunde. Weil wir uns in einen Dschungel von Verboten, von Bürokratie und selber Steine in den Weg legen. Es kann nicht sein, dass wir Unternehmer mehr mit Bürokratie und Papier zu kämpfen haben, anstatt Hand in Hand für unser Land zu kämpfen, um was zu schaffen. Wir Bauern und der Mittelstand, ihr alle, wo ihr seid, wir sind der Stabilitätsfaktor dieser Gesellschaft. Wir sind das Fundament dieser Gesellschaft. Wann wachen die eigentlich mal auf? Die Wirtschaftlichkeit ist die Basis für die Zukunft. Uns Bauern sagt man immer, wir müssen noch nachhaltiger werden. Ich sag sofort, jeder Bauer sagt, alle, wo hier sind, natürlich, Nachhaltigkeit machen wir sofort, aber da muss es auch wirtschaftlich für uns sein. Diese Politik der letzten Jahre, Jahrzehnte hat gesagt, Bauern, ihr müsst für den Weltmarkt billig produzieren, ihr müsst mithalten mit Ländern wie Brasilien, Russland, Argentinien und gleichzeitig aber bitte Auflagen, Tierschutzverbot, also immer mehr, Kosten steigen ohne Gnade, einerseits Weltmarktpreise. Diesen Spagat kann ein Landwirt nicht mehr aushalten. Und deswegen stehen die Bauern auch geschlossen da, weil das, was die Politik seit Jahrzehnten verschlafen hat, endliche Rahmen zu schaffen, dass wir als Mittelstandsunternehmen, dass wir als Bauern, wir erzeugen Lebensmittel, in dem Wort steckt Leben, dass wir auch eine Zukunft haben und nicht vor die Hunde gehen. Es wird Zeit, dass die Politik wieder Mut hat und Konzepte schafft und Rahmenbedingungen schafft. Ich will mal ein Beispiel bringen, was in unserem Land falsch läuft. Ein gutes Beispiel. Ich war mehrfach in Südindien, im Bundesstaat Kerala, habe mich dort um die heiligen Kühe kümmern dürfen. In Indien ist die Kuh ein heiliges Tier. Warum? In Indien sagen die Menschen, eine Kuh gibt mehr, als sie muss. Also nicht nur Milch fürs Kalb, sondern auch noch Milch für die Menschen. Ich war auch in Afrika, Burkina Faso, das ärmste Land der Welt. Die Bauern dort, die Kleinbauern, haben fast nichts. Aber alle haben sie 2, 3 Kühe. Warum? Weil diese Kühe die Familie versorgt und es bleiben immer noch 2, 3 Liter Milch übrig zum Verkauf, um zu überleben. Indien ist die Kuh heilig. In Afrika ist die Kuh kein Tier, sondern Lebensgrundlage. Und bei uns ist die Kuh ein Klimakiller. Wenn wir so dekadent geworden sind, wenn wir so sehr den Boden und die Füßen verloren haben, dass wir als Menschen in Sachen Klimaschädigung mit dem Finger auf der Kuh zeigen, Leute, dann können wir die Türen zusperren. Dann ist vorbei. Und wie sehr man den Mittelstand braucht, wie sehr man auch die Bauern braucht, das haben wir doch gesehen bei den Krisen. Corona-Pandemie, was haben die Menschen gemacht? Sind alle in den Handel gelaufen. Was haben sie gekauft? Ja gut, erst haben sie Klopapier gekauft. Aber dann haben sie Lebensmittel gekauft. Lebensmittel, das braucht jeder. Ihr seid die verarbeiten, die Spediteure, die Lkw-Fahrer, der Mittelstand, der war gefragt in Krisenzeiten. Und das muss man wieder sehen, was ist wichtig. Und erst wenn man das erkennt, wird man sehen, dass so wie die Politik läuft, eben an fundamentalen Dingen vorbeigeht. Wir haben das rationale Denken verloren, das Bodenständige. Wir Bauern, wir arbeiten mit dem Boden, deswegen sind wir bodenständig. Ihr Mittelständler, ihr seid am Boden der Tatsachen, weil ihr mit Hand, Verstand jeden Tag arbeitet. Das müssen wir in Berlin erst einmal noch lernen, das haben die verlernt. Aber deswegen sind wir hier, um es ihnen zu sagen, wie es geht. Ich komme jetzt gleich zum Schluss. Ich will noch eines sagen. Huber Franz hat schon gesagt, wir Bauern stehen zusammen, sei diese Politik, dieser Agrar, dieser Schlau gestrichen hat. Wie blöd muss man sein, im Januar sowas zu streiken, wo die Bauern am meisten Zeit haben zu demonstrieren. Wir haben es aber nicht zugelassen, dass Medien
und Vertreter der Politik versucht haben, uns in eine radikale Ecke zu bringen. Leute, ich liebe die Demokratie. Ich liebe die Meinungsfreiheit. Und das, was wir hier tun, ist Demokratie. Das ist Meinungsfreiheit. Und wenn jemand versucht, uns in eine Ecke zu bringen, dann werden wir da sein. Und dann sagen, so geht's nicht. Alle, wo hier sind, Hand in Hand für unser Land. Leute, verliert nicht den Mut. Verliert nicht die Hoffnung. Wir stehen zusammen, Schulter an Schulter. Wir werden diesen Kampf weiterführen müssen, im Guten. Und wir werden am Schluss gewinnen, weil die Vernunft immer gewinnt. Vielen Dank, viel Spaß heute noch.